Ja, ja, ja. Hallo. Aber ich glaube, es ist eine gute Anspannung. Ja, wir sind gut, wir sind hier. Wir sind hier. So, und jetzt? Hallo. Ey, ich weiß es nicht. Jetzt erstmal Fritz Cola. Jetzt. Die Fritz Cola ist erst nach dem Auftritt, sonst hier. Hi, Nico, grüß dich. Ich muss die Ruhe bewahren, das ist das Problem. Tu so, als wenn ich ganz gelassen bin. Aber bin ich gar nicht. Bist du aufgeregt? Jetzt so langsam kommt es. Wie waren die Proben? Die Probe gestern war super. Die war auch super wichtig. Bei Pocahontas heute von Anomaly Kanderite reißen wir ab. Ja. Wo geht's? Hallo. Warte, geht mal nach vorne, guck jetzt mal die Bühne an. Die Bühne, da wird halt gezockt heute. Aber auf dem Schlagzeug ist das falsche Loch. Also. Oder wie? Da werde ich heute rumspringen. Dancen. Mit meinen Körperklaus akklorieren. Kein Wort, aber ist egal. Du hast ja echt die geile Kamera mitgenommen. Vorhin. Klar. Geil. Hallo. Ist der Pegel eingestellt? Sehr gut. Also ich kann euch ja mal kurz die Band vorstellen. Also ihr kennt die ja schon. Ist eigentlich dumm, weil ich habe ja schon Vlogs gemacht. Das ist Wally, der andere, der zweite. Das ist der Drummer, Flo. Der eine Gitarrist, das ist Kevin. Nico, der zu spät kommende, spielt den Bass und Tastendings. Ja, das war's. Ich stehe nicht mit auf der Bühne, die sind mit. Ja. So, wo ist mein Backstage? Ich bin der Veranstaltungsleiter hier. Wir kennen uns ja von Homberg. Ja. Da war die Bühne ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen. Und ja, umso größer die Bühne wird, ne? Umso mehr Leute sind auch dabei. Geil. Nein, aber ihr rockt das Ding. Wenn man mal so ein bisschen Instagram geguckt, da wart ihr eigentlich schwer aktiv. Bis gestern Abend noch. Sehr gut. Ja. So, einmal da noch ein bisschen. Also genau, einfach gerade, also durch die Tür links und links und dann seid ihr wieder draußen. Alles klar. Danke dir. Danke dir. Ciao. Okay, die Kamera läuft, jetzt müsste noch was Witziges sagen, sonst wird der Vlog langweilig. Ich habe mir das gewünscht, auch für die ganze gesamte Band. Ich fand es einfach schön, zu begrüßen mit Rosenblättern. Hier darf niemand hin, weil hier sitze ich, klar. Weil das ist der Chefsessel. So. Die anderen maximal die letzte Reihe. Das Trinken ist auch für mich, klar. Solange die mir hier nicht auf den Sessel furzen, ist alles gut. Und hier ist noch eine Anlage, die habe ich mir auch gewünscht. Können wir gleich erstmal richtig laut AC/DC knallen. Ja. Okay, alles klar. Aber dann sehe ich hochriesiger aus, als ich sein will. Das wollen wir nicht. Ich will jetzt die Kamera. Hilo, wie voll ist das hier drin, Alter? Lass du einfach. Der kann überall die Kamera drauf sehen. Ich weiß aber, wie wir uns fühlen. Ganze Woche. Ganze Zeit. Sweetheart. Wer ist da überhaupt? Ja, wer war das? Das waren ein paar Bier, ein paar Apfelmoss und ein bisschen Weißwein zu viel an dem Abend. Die Band war im Bett. Die Band war brav im Bett. Endlich bekommt das mal jemand mit. Endlich, endlich, endlich. Die Vlogs werden ja alle irgendwie geschnitten. Genau. Seine die ganze ja, Wahrheit wird rausgeschnitten. Raus. Kannst du mir das Bildmaterial vorher schicken? Am nächsten Tag, das war halt das Problem, ich topfit. Ja. Und die Band nichts hinbekommen. Schade, dass wir an dem Tag nicht mitgeschnitten haben, ne? Die Bandprobe. Ich hab gedacht, du hast getanzt. Ich wollte mich schon ein bisschen eingrooven. Irgendwie kriege ich jetzt mal Gelo Revoice. Ja. Deswegen waren wir hier eigentlich. Nee. Wer heiratet jetzt hier? Hallo Kevin, Trauzeugen, Trauzeugen, Birre. So. Dein Team Koch und Nico Campanella uns heute hier getroffen, damit ihr beide euch das Jahr was geben könnt. Ja, weiß ich schon, ich bin ganz emotional. In Konstanz am Flussufer. Jetzt seid ihr hier und sollt euch das Jawort geben. Und ich frage dich, Valentin Kopf, möchtest du den hier anwesenden Nico Campanella zu deinem Mann nehmen? Wie kurz wissen, ob das rechtliche Schritte hat. Hast du eine Traumlizenz oder? Safe! Was? Immer nicht mal. Nico Campanella, möchtest du den hier anwesenden Valentin Kopf zu deinem hier getrauten Mann nehmen? Absolut. Dann seid ihr jetzt offiziell von. Ich annulliere diese Hochzeit. Oh Mann, das war eine schnellste Scheidung bisher. Das ist Rezeption. Wir sind am Hotel. Elasito! Danke. Ja, stark.
ungefähr, ja, wir sind eigentlich genau eine Stunde vorm Auftritt noch. Das wird gut. Und wie geht's dir? Mir geht's gerade noch gut. Das mag ich nur, wie Boys. Unbezahlte Werbung. Hat sich's gut angehört vor der Bühne? Oh Gott, so ein richtig schlechtes Trash-TV-Nicken. Kannst du da bitte so ein... Hat sich's gut angehört vor der Bühne? Jetzt geht's gleich los, Freunde. Noch knappe 20 Minuten. Ich mache mich bereit, gerade mit meinen In-Ears. Valentin, gerade kurz noch mal ein bisschen Outfit checken. Die anderen warten, glaube ich, draußen. Ich muss ja auf jeden Fall noch mal aufs Klo. Die Aufregung, die kickt schon in meiner Blase gerade. Aber das ist gar kein Problem, wir haben noch ein bisschen. Noch knapp 20 Minuten? Ja. Was sind deine Gefühle? Aber bitte draußen, ich muss aufs Klo. Darf ich noch Hände waschen? Ja, du darfst noch Hände waschen. Darf ich Hände? Du bist gnädig. Oder? Echt. Als wär's dein Wasser. Geil. Ja, noch 20 Minuten vor dir, schon voll bis zur Show. Und gemischte Gefühle, aber die Nervosität ist... Hast du die Schlange gesehen da vorne? Wahnsinn! Ach du Scheiße! Haben wir Bock? Ein bisschen! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ich glaube schon, ja. Wenn es an ist, soll ich es erstmal ausmachen, wenn ich sie nochmal hinlege? Ja, es ist draußen noch. Okay. Ist draußen noch zu. Sollte mit dem Mikrofon irgendwas sein, ich habe auf der Seite da noch eins, gebe ich dir das. Alles klar. Dann viel Spaß! Danke dir! Danke dir! Wir haben 4 Tage geprobt. Wir wissen alle, dass wir das können, dass wir das hinkriegen. Wir lassen uns nicht von irgendwas aus der Ruhe bringen. Irgendwas kann passieren. Scheißegal, wir ziehen unser Ding durch. Und die Leute, die werden uns mega tragen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht overpacen, dass wir nicht zu krass Gas geben, sei es vom Timing her oder einfach uns nur auf Show und Power konzentrieren, wir müssen auf Zeit sein und das abrufen, was wir am Donnerstag in der letzten Session gemacht haben. Dann wird es geil und wir sind eine geile Truppe. Wir kriegen das hin. Jawohl. 3, 2, 1, so nämlich! Danke. Danke. Jetzt geht's gleich los. Ready? So, ich bin noch da. Viel Spaß und bitte. Okay, ja, let's go. Okay, Lasse, die letzten Gedanken. Ich stolper. Die Bühne jetzt schon ab. Die denken bestimmt das selber. Lasse. Die Selfies in meinem Kopf und alles ist blau. Weil alles, was ich geben kann, ist scheinbar nicht wahr. Immer wenn du online bist, versuch ich dir zu schreiben. Und wenn gleich die Bassdrum einsetzt, dann klatschen wir alle im Takt. Ich hoffe, keiner klatscht an denen. Aber wäre auch nicht schlimm, ist egal. Ich bin
Leute, jetzt ist das Auto vorbei. Ich bin am Schwitzen. Übertrieben eklig. Die Leute haben bei Paris mitgesungen. Das war, glaube ich, also, eieiei. Ich glaube, das war einer der größten Momente in meinem Leben bis jetzt. Alter, waren die Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so laut mitsingen. Wild. Übertrieben krass. Alter, du warst so geil. Das war so mega lustig. Wirklich. Und nicht so pannenlustig, sondern einfach richtig ehrlich. Das war mega lustig. Ey, danke. Das war richtig cool. Danke, dass du dabei warst, Alter. Krass war das gut. Danke nochmal. Kevin, ja, sag mal. War das geil oder so? Mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte. Wirklich. Ja. Wahnsinn! So ultra Bock, mit euch auf der Bühne zu stehen. Mega. Okay. Leute, es war ein geiles Erlebnis. Es war übertrieben krass, die Menge ist abgegangen. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Vielen Dank für euch alle da draußen, die mir folgen und so. Ihr wisst, dass ich dankbar bin. Deswegen Vlog 5 jetzt zu Ende. Peace.